Herr Scholz. Herzlichen Dank, Herr Scholz. Jetzt kommen wir zu den weiteren Rednern. 2 Minuten bitte für Frau Köstinger. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar. Die aktuellen Entwicklungen im Solarbereich zwischen der Europäischen Union und China sind leider bezeichnend für die generelle Handelssituation zwischen den beiden Partnern. Wir debattieren heute über die eingeleiteten Untersuchungen der Kommission zu möglichen Anti-Dumping- und Maßnahmen einerseits sowie über die Retourkutsche Chinas, die ähnliche Untersuchungen eingeleitet hat, andererseits. Dabei wäre es längst an der Zeit zu handeln. Ohne Zweifel sind die europäischen Solarhersteller ein wichtiger und wachsender Hightech-Zweig in Europa. Auch in Österreich gibt es führende Hersteller, die wichtige Arbeitsplätze in einem zukunftsträchtigen Bereich erhalten und auch weiterhin schaffen. Für unsere Ziele im Bereich erneuerbare Energien sind diese Unternehmen ein unersetzlicher Teil und gehören unbedingt geschützt. Ich möchte einen generellen Anstoß zu den Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China geben. Denn der Zwist zwischen der Europäischen Union und der chinesischen Solarbranche ist zwar der Auslöser eines ständig schwelenden Streits, aber nicht das Grundproblem. Wenn man so will, ist die Solarbranche eigentlich die Spitze des Eisbergs. Die Hauptfrage, die ich heute deshalb an die Kommission stellen möchte, ist, inwieweit China in Zukunft generell gewillt ist, Europa als Partner zu sehen. Denn für mich ist klar, die Europäische Union und China müssen in Zukunft strategische Partner sein, die sich auf Augenhöhe begegnen. Eine strategische Partnerschaft, aufgebaut auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. Allerdings vermisse ich diese gegenseitige Wertschätzung aktuell und ohne Wertschätzung kein Vertrauen. Hier gilt es, aktive Arbeit zu leisten und vor allem endlich aktiv zu handeln. Diesbezüglich stellen sich natürlich weitere Fragen. Welchen Ansatz wird die Kommission in Zukunft verfolgen, gegenseitiges Vertrauen zu fördern? Wie können wir generell europäische Sparten, die Weltführer sind, effektiver schützen und stützen? Niemand will Protektionismus, aber wir brauchen Fairness und Schutz. Die Photovoltaikbranche ist ein elementarer Wirtschaftsbereich in Europa und Daniel Caspary hat es bereits erwähnt, die Branche liegt am Boden. Sie schafft dennoch tausende direkte und indirekte Jobs und steht für europäisches Know-how. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass hier die richtigen Schritte auch gesetzt werden und Europa muss endlich Stärke zeigen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Köstinger. Jetzt 2 Minuten, Herr Suster. Herr Kommissar, Sie reden über Europa zu schwierigen Zeiten und angesichts Ihrer Zuständigkeiten